Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TV Tower, die wahrscheinlich sehr kurz ausfallen wird, denn ihr werdet es schon sehen, ich habe das schon mal angesprochen in irgendeinem LP, ein Bewegungsbug, die bewegen sich alle nicht mehr, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht weiß jemand, wie man dem entgegenwirken kann, hallo, sie bewegen sich wieder, ja wie geil ist das denn, oh, ich habe das jetzt bestimmt eine Viertelstunde versucht und es ging nicht und jetzt geht's wieder. Ja, nice, Freunde. Na dann, herzlich willkommen. Weiter geht's hier im Programm. Richtig cool. Haha, freue ich mich, Freunde. Und während ich da so rumgeforscht habe, habe ich auch die Shortcuts gefunden. Hier, gucke mal, zack, sind wir in der Werbeagentur. Ist das nicht toll? Dann spart man sich da ein bisschen Zeit. Das ist doch eigentlich ganz nice. Ja, das habe ich so auf der Suche nach einer Lösung, habe ich das gefunden. Zack, jetzt sind wir im Büro. Zack, jetzt sind wir bei den News. Zack. Und schon sind wir bei Betty. Fragen nochmal nach den Semis. Gibt's aber aktuell nichts. Okay. So, wunderbar. Naja, spitzenmäßig. Geil. Das Problem war nämlich, dass dann in der Werbeagentur immer jemand drin war und nicht mehr rauskam. Ja. Da ist mir egal, ob die sich bewegen oder nicht. Achso, und was ich noch rausgefunden habe, Leute, man kann hier Tabulatur drücken. Und dann sieht man hier, wie das Terrorlevel ist. A und B, wahrscheinlich VR und FR Duban, wie auch immer. Und wann das nächste Mal mit dem Anschlag zu rechnen ist. Das finde ich ja auch schon mal ganz nice. Das heißt, offensichtlich sollen eigentlich hier Anschläge auch passieren. Und dann werden hier wieder Studios voll leer gebombt und so. Das ist doch ganz cool. Warte mal, und dann? Alles gut. Brauchen wir nicht so oft. Doch, und dann können wir uns hier noch, das fand ich auch ganz witzig, können wir uns hier das Image der Gegner anschauen. Das ist doch auch ganz witzig, oder? Da hat man so einen Überblick. Die Statistik gibt es ja sonst nicht im Spiel. Und dann sieht man, wir sind Player 1 oder hier 0 in dem Fall und wir haben 6,37% und liegen damit vorne vor allen anderen. Nice. Okay. Ja, das wollte ich euch einfach mal mitteilen. Und dann wird es natürlich hier wieder standardmäßig eine schöne lange Folge werden, ne? So, das Leben ist schön. Warum gibt es da kein Bild zu? Ist egal, weil wir haben leider immer noch nicht die 75.000, die wir brauchen. Jetzt fummelt er da unten auch noch am Dingens rum, die wir für Lutschfix bräuchten. Das heißt, wir könnten bringen hier 40.000 Rennpferde. Engel bringen wir da mal rein. Na, dann machen wir das mal so. Und Lutschfix kommt dann ein bisschen später. Und hier wird es wahrscheinlich auch wieder für Rennpferde Engel reichen. So. Vielleicht irgendwie so oder so. Mal gucken. Und hier dann auch ein bisschen Lutschfix. So ungefähr. Und was haben wir hier noch? Das andere war diese Geschichte hier, ne? Vielleicht so. Ich hoffe, das funktioniert. Das werden wir dann sehen. Ja, und das Leben ist schön. Läuft nicht so richtig. 66.796 Zuschauer. Das Maximum bisher. So, wir machen natürlich weiter hier mit den Nachrichten, ich möchte mir das Terror-Level nochmal angucken. 95%, das heißt, es müsste eigentlich gleich ein Terrorist kommen, oder? Willst du Hinweistafel, bitte? Komm schon. Weil es müsste eigentlich dem nächsten Terrorist kommen. Und dann wird hier nämlich ein Studio frei. Und zwar nehmen wir direkt das vom Psychiaterbüro, Harry Dippel. Oder vom... Ah, weiß ich noch nicht. So, jetzt lass uns mal überlegen. Nachrichtenstudio ist Quatsch. Was hat er denn jetzt hier umgeswitcht? Ich weiß es gar nicht genau. Botschaft. Hier, Botschaft der FR Duban. Das wird sein. Und im Zweifel gibt es da noch Botschaft der VR Duban. Wo ist die? Hier, Konsulat der VR Duban. Falls es nicht FR Duban ist, machen wir das nochmal so. Oh, das ist mir eigentlich egal. Und jetzt müsste er eigentlich demnächst mal kommen, oder? So, hier ist alles schick. Ah, wir liegen aber vorne, Leute. Mit das Leben ist schön. Nein, 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 Schnucki. So nicht. Wir sind dran. So, geh wieder weg. Geht's aber nicht. Och, da wartet die einfach. Moment. Ah, VR Duban, wo ist es? Ja, nee, FR Duban wollten wir, ne? Ja, ja, FR Duban auf hier hin. Über unser Büro. So, jetzt gehen wir mal, Moment. Genau, jetzt gehen wir hier mal in unser Büro, beziehungsweise gehen
in die Nachrichtenagentur. Jetzt fängt er da schon wieder an, das gibt's doch nicht. Und guck mal, Finanzminister Koalas her. Das ist jetzt nicht so aktuell. Vielleicht besser als die Winsim-Steuer. Und G8-Gipfel lassen wir mal raus. Kann man mit zum Hinweisschild spawnen? Na, mal gucken. Wollen wir nochmal schnell gucken, wie das Terror-Level ist. Zack. 90%, okay. So, 133.000. Das ist schon mal gute Voraussetzungen. Oh, also das nervt schon. Die sind so oft da beim Hinweisschild. Naja, keine Chance, das umzuändern. So, ich bin gespannt, was das Leben ist schön uns jetzt bringen wird. Ich hoffe, Gutes. Ich hoffe, sehr, sehr Gutes. 86.000. Das ist doch schon mal spitzenmäßig. Image steigt, Freunde. Das Image steigt. Vielleicht P für Pförtner? Nein. So. Spitzmäßig. Ich freue mich, dass sie sich wieder bewegen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mehrfach neu gestartet. Habe sogar den Rechner neu gestartet. Und plötzlich ging's. So, FR Duban, wo bist du? Wo bist du? Warte mal, das machen wir mal. So, 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 so und so. Und dann... Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ach Quatsch, das ist doch hier unser Archiv. So, und das Studio ist, glaube ich, hier oder so, ne? Egal. Da kommt schon wieder die nächste Ische. Die spinnt doch wohl. Oh, da ist schon jemand in dem Raum. Leute, geht mir nicht auf den Zeiger. Ich möchte gerne FR Duban. Wo ist es hin? Das ist ja das Schild, was sie hier ständig verhunzen. Also wird es das Richtige sein. Möchte ich gerne, dass da ein Studio frei wird. Verstehst du? Guck nochmal hier nach dem... Immer noch 95%, 3 von 4. Keine Ahnung, ob da nochmal eine News kommt, bevor es losgeht. Na, schauen wir mal. Wir schauen mal, wir sind gespannt. So, auf jeden Fall geht Lutschfix jetzt schon mal auf. Das ist doch fein, Leute. Das ist doch super. Und hier Sportschule Stahlpass ist jetzt auch kein Beinbruch, dass wir das noch nicht drin hatten. So, wunderbar. Dann kriegen wir morgen zumindest richtig fett Kohle. Ausgaben, wie gesagt, haben wir ja... Hier die 40.000, die 95.000, aber 135.000, 160.000 hatten wir gesagt. Oh, guck mal hier, 177.000 hatten wir Einschaltquote bei den Nachrichten, was richtig stark ist. Aber trotzdem reicht es leider nur für Lutschfix. So, jetzt habe ich das hier rausgefunden. Jetzt muss ich Terror-Level 3,5%. Polizei warnt vor Terroristen. Das heißt, es muss ja... im Prinzip jetzt einen Terroranschlag gegeben haben. Aber gibt es denn jetzt ein freies Studio? Offensichtlich nicht. Und ist bei uns was kaputt gegangen? Hallo, sind wir Erster? Natürlich. FR Duban. Na gut, dann hat Seidi vielleicht was abbekommen, aber ich habe auch keinen Terroristen gesehen, ne? Keine Ahnung, ist mir noch zu kompliziert irgendwie. Aber bei Matt TV so ein bisschen einfacher und gechillter, weißt du? Da wusstest du auch immer, die kommen zwischen 23 Uhr und, keine Ahnung, zwischen 22 Uhr und 1 Uhr, 0 Uhr, ich glaube 1 Uhr war dann vorbei, ne? Der Tag. Da hat man sich da unten hingestellt und dann, was? Sie siezen keinen. Den haben wir uns gekauft. Ach du Schande. Naja, gut. So, komm, wir bringen noch ein bisschen Sportschule hier rein. So. Reisebüro. Teuer. Das wollten wir hier alle machen. Ja, genau, so ungefähr sollte das sein. Wir hätten noch ein bisschen Lutschfix übrig. Rennpferde Engel hätten wir übrig. Vielleicht klappt es ja hier. Schauen wir mal. So, wir haben 122.000. Das ist nice. Und sind jetzt bei 200.000 Einschaltquote bei den Nachrichten. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Und sind bei 201.000 James Pond und bei 7,34% mit dem Image. Freunde, ich werde bekloppt. Das heißt, das ist auf jeden Fall was für Rhinoceros Farm. Was Alt-Taste für mehr Details? Stand da eben.
Ach so, aber er schaltet sich auch automatisch um. Wir haben 105.000 Frauen, die zuschauen. 80.000 Arbeitnehmer davon natürlich. 96.000 Männer. Nice. Richtig stark. James Bond. Ja, das lockt die Leute immer noch vor. Erneuter Mord mit einem Schreibtisch. Das wäre was für hier, weil die News sind schon ganz schön ausgelutscht. Warum eigentlich? Zack. Oh, hier Aliens schrumpfen Queen. Zack, rein damit. Und den Wetterbericht natürlich. Alter, wir haben starke News am Start. Richtig, richtig nice. Wir müssen natürlich mit dem Geld ein bisschen gucken. 160.000 haben wir natürlich locker, aber dass wir hier noch genug haben. Der morgige Tag ist geplant. Also im Prinzip können wir schon so ein bisschen einfach schauen, dass wir uns, warte mal, Filmagentur, genau, dass wir uns nochmal hier so einen Grundstock an Sachen leisten. Elefantengedächtnis, Serie mit 5 Folgen, finde ich auch gut. Ah, 1,4 Millionen, krasse Scheißkurven der Welt, erkenne sie alle. Was? Die schönsten Brüste der Welt, dezent verpackt, nichts und doch viel zu sehen. Die anspruchsvolle Erotikshow mit Einlagen über die Kultur des jeweiligen Landes. Selbst Kritiker konnten sich damit anfreunden. Präsentiert von einer schwedischen, von Elsa Eriksson. Hallo Elsa. Ode WC, nichts wie weg, guten Druck und Rhinoceros Farm Aschenbrühe. Ist schön. Es ist schön. So, Frucht Kung Fu 3. Wäre billig, aber nicht so toll. Chang-Ku. Asian Queen. Computerkrieg ist ziemlich aktuell. Aber auch die Streichholz-Hammerbowle. Das wäre doch nice. Leute, ich werde bekloppt. 226.000. Und warum sind wir hier nicht, waren wir nicht eben schon höher als 7,7%? Ich weiß es nicht genau. So, Wesenreiter. Das hatten wir ja vorhin schon mal ins Auge gefasst. Oder die Streichholz-Hammerbowle. Oh, hier, guck mal. War das wahr? Mystery. Ein kleiner Junge reist mit dem indischen Gott Lakshmi herum und verteilt das Glück. Als er in seinem Bett erwacht, weiß er nicht, was war oder ein Traum. Ein Mystery-Film. Arbeitgeber, Sündenböcke oder Klassenfeind, Clastrix der Gallier. Das ist doch auch nett, oder? Wobei, das hat ein bisschen... Kritik ist besser. Hier ist die Kinokasse besser. Bisschen aktueller, von 1981, indischer Film. Oder aber hier Computerkriegen, Actionfilm, 130.000. Komm, wir nehmen das mal mit. Schön ist natürlich hier Kurven der Welt, da kennen Sie alle, die schönsten Brüste der Welt. Das, ja, können wir uns nicht leisten. Ich verschwand mit dem Sandmännchen, Alter. Muddy Harry, das ist natürlich ein Klassiker. Der wäre auch nochmal nicht schlecht, ne? Muddy Harry. Oh, ich hab Bock drauf. Ich hab Bock auf Muddy Harry. Wir müssen uns dann einfach nur ein paar Filme nochmal verkaufen. So, unsere Nachrichten sind klasse. 140.000, das ziehen wir durch hier mit Rhinoceros Farm, Leute. Da holen wir uns nichts Neues. Nice, richtig stark. Richtig stark, James Bond ist auch durch jetzt. James Bond ist durch, wird verkauft, ganz klar. Also wir sind immer noch bei 161.000. Terroristen haben sie überall drin gelassen. Erneuter Mord mit einem Schreibtisch, okay. Und wir sind immer noch mit 191.000. Natürlich Spritzenreiter haben 8% Image, was für Tag 4 wirklich schon stark ist. Was wir ja auch... ach, guck mal, hier kann man sich nochmal... Trailer, ach, gucke mal. Ein Trailer aus dem Leben gegriffen. Quotenrekord. Ausgestrahlt einmal Spieler, einmal alle. Blöcke 2, Aktualität. Finde ich gar nicht so schlecht, dass man sich das hier nochmal anzeigen lassen kann, oder? Dann hat man nochmal so ein paar Statistiken für Nerds quasi, ja? Oh, und der eine, der ist auch mal mit seinem Image ziemlich weit unten. Ausstellung zum Thema Frauenbärte. Ich habe schon gelesen, Frauenbrüste. Es liegt an dieser Brustserie, die schönsten Brüste der Welt. Macht mich ganz uschig. Oh. So, okay, wir wollen James Bond auf jeden Fall raushauen. Und uns hier noch ein kleines finanzielles, naja, Polster wäre es da nicht, aber... So, guck mal her, das Ding. Programm im Sendeplan? Nö, ist eigentlich nicht. Oder hatten wir das nochmal, warte mal, hatten wir das nochmal als Wiederholung für morgen drin? Ja, 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 ja. Da nehmen wir dann, keiner lebt zweimal vielleicht, hä? Ja, das ist ja wurscht. Nehmen wir das nochmal rein. Schauen wir mal. Ja, den würde ich jetzt wirklich verkaufen.
Den würde ich jetzt wirklich verkaufen. Zack, dann haben wir hier wieder ein bisschen finanzielles Polster. Das ist in Ordnung. Grüner Punkt wird aufgegeben nach Einführung des Dosenpfands. Geben die Initiatoren des grünen Punkts es auf. Dosen werden nicht mehr weggeschmissen. Mhm. Das ist nicht so spannend, aber immer noch besser als der Wetterbericht, ne? Aktueller auf jeden Fall. So, wie sieht's aus, Freunde? Zack, 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 geil. 104.000 sind wir immer noch vorne, das ist mir wichtig. Sehr wichtig sogar. So, und bam, gucke. Achso, Aktualität, müssen wir doch gleich sehen, wie viel das gesunken ist. Egal, 113.000, das reicht leider nur für Lutschfix. Ist aber nicht so schlimm. Also zwischen 20 und 22 Uhr können wir das Ding hier bringen. 20, 21, 22. Das ist der Plan. Kinder zum Frühstück und sie siezen keinen. Na, dann hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Guck mal, Aktualität ist doch... So, hier hatten wir knapp 191.000, warte mal. Ja, 191.000 könnte man mit sie siezen keinen vielleicht schaffen. Oder wir bringen hier einfach mal Muddy Harry, Freunde. Wie wär's denn damit? Wir bringen Muddy Harry und wir bringen Computerkrieg. Beziehungsweise erst Computerkrieg, dann Muddy Harry morgen. Und bringen übermorgen von mir aus dann... unseren Liebesfilm mal wieder. Kinder zum Frühstück, so. Und unseren Monumentalfilm, so. Ja? Das wäre jetzt so meine Idee, damit wir morgen das auf jeden Fall hier durchkriegen. Rhinoceros Farm. Ja, brauchen wir nur noch zwei, warte mal. Ja. Lutschfix. Ach so, dann würde ich das aber so machen. Warte mal, dann machen wir morgen den Monumentalfilm. Sie siezen. Kein. Citizen Kein. Citizen Kein. Nice. Und dann Muddy Harry hier nochmal rein, weißt du? Zack, zack. Und hier dann nochmal irgendwie zwei Block Film oder so. Das gucken wir dann mal. So, wir sind bei 48.000. Da liegen wir knapp vorne nur noch. Leider, was hat er denn hier? Kein Voranschreiten bei TVT. Ja, habe ich jetzt ein bisschen verdrusselt, ne? Moment. Wir haben immer noch... Warte, jetzt mal hier. Ein bisschen langsam, ne? Wir haben immer noch über 20.000, 40.000 meine ich. Das heißt, das ist auf jeden Fall was für Rennpferde. So, wie sieht's denn jetzt aus, werbemäßig? Lutschfix müssen wir heute noch bringen. 75.000. Lutschfix. Dann bringen wir Lutschfix doch nochmal hier. Weißt du, Lutschfix da. Dann haben wir hier... Dann haben wir hier Rhinoceros Farm. Warte mal, ja. Locker. Kriegen wir locker durch. So, der Rest sieht spitzenmäßig aus. Sportschule Steilpass können wir dann hier nochmal bringen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was. 1, 2, 3, 5. Fünfmal irgendwas Kleines. Fünfmal was Kleines brauchen wir noch. So, Sportschule Steilpass haben wir jetzt zu oft. Warum? Wo ist es denn noch drin? Hallo. Ach, hier. Brauchen wir nicht. Gut. Also sechsmal irgendein Werbespot, der... bisschen was Kleines ist. Da gehen wir mal gucken. Und zwar so in die... 5.000. 6-mal. Haben wir was für 6-mal? Hier. 12.000 ist aber zu viel. Oder? Oder nicht? Setze Question. 12.000. Ob wir das schaffen? Noch 12.000 zu kriegen? Oder lieber hier... Fünfmal für 5.000, 60.000. Ach komm, wir riskieren es mal. Wir nehmen mal Kambalot rein. Und gucken mal, ob wir vielleicht Kambalot hier dann reinkriegen. Irgendwie.
So in der Art. Müssen wir schauen, überall, wo wir 12.000 erreichen, knallen wir das rein. Das wäre natürlich heute ein mega erfolgreicher Tag, rein vom Finanziellen her. So, richtig stark. Richtig stark. So, Wetterbericht. Wir haben den Wetterbericht. Wir haben hier Botschafter der FR Duban beschimpft, Nachbarn rein damit. Wir haben den Wetterbericht, den wir natürlich auch rein. Und dass die Steuer auf Wirtschaftssimulation nichts bringt, habe ich mir schon fast gedacht. Okay, ja nice. Nehmen wir so Massenschlägerei in Berliner Diskothek. Ist natürlich nicht schön, aber so, wir sind bei 8,4% vom Image her. Wollen wir mal vergleichen, gucken. Oh, 0,4%, das tut mir natürlich leid für ihn, aber hey, was soll's. Und wir gucken uns mal ganz schnell terrormäßig, wie es da ausschaut. Ja, das fängt wieder von vorne an jetzt, ne? Und, warte mal, 37.000, ja, liegen wir gut im Schnitt. Liegen wir gut im Schnitt. Ach so, und hier gab es schon mal einen. Das ist FR Duban, das VR Duban wahrscheinlich. Aber das war doch bei 100%, ich weiß es nicht. Egal. So, wir haben 25.000 Einschaltquote. Das ist ziemlich gut. Und das wäre was für Cambalot. Machen wir ja auch, ne? Genau. 20.000 haben wir gar nicht mehr. Nö, haben wir nicht mehr. Gut. Und was macht unser Liebesfilm? Ist der jetzt wieder voll aktuell? Ja, nice. Richtig stark, Freunde. Richtig stark. Das heißt, genau, und er kommt da rein. Da kommt mal die Harry rein. Das Leben ist schön. Können wir eigentlich verkaufen. Hier haben wir beide drin. Wir können hier wieder Ronny Hilft reinbringen. Zum Beispiel, oh, ist das schön wieder aktuell. Marios Wohnzimmer. Können wir im Prinzip, können wir auch hier bringen, theoretisch. Weißt du, hier so ein bisschen ins Nachtprogramm rein. Nee, so geht das nicht. Oder aber wir können natürlich auch unsere Serie aus dem Leben gegriffen hier bringen. Ich meine, was, warum denn nicht hier? Nachbars Nebenberuf. Das machen wir mal so, 18 Uhr. Und dann kommt Ronny Hilft. Zack, zack, zack. Ja, da wären wir wieder bei Folge 3, ne? Irgendwie so in der Art stelle ich mir das aktuell vor. Und hier noch einen schönen Film rein. Gut, unbedingt nochmal schnell Nachrichten gucken. Ja, ist nur die Massenschlägerei in der Diskothek. Achso, wir wollten ja auch nochmal zu Betty schauen. Ich denke, in ein paar Tagen. Kann man denn hier, kann man nicht Tabulatur drücken? Ich hab's gehofft, weißt du, dass man vielleicht gucken kann. Oh, der ist weiter vorne hier mit FR Duban, Wetterbericht und Winsims Steuer bringt nichts. Wir haben dasselbe, trotzdem ist er vorne. Warum ist das so? Man weiß es nicht. Können auch nochmal was aktivieren, oder? Ich meine, wie wäre es denn mit ein bisschen Sport zum Beispiel? So, das reicht jetzt nicht. Das reicht leider nicht. Das heißt, hier müssen wir jetzt ein bisschen spielen. 6.000 ist dann das nächsthöhere. Genau, dann kommt die Sportschule da erstmal rein. Ne? Machen wir es mal so. Und hoffen dann auf bessere Zeiten. Gut, Sportschule. Ja, ist auch okay. Ist auch okay, ist kein Problem. Oder wir aktivieren es, dass wir es noch ein bisschen schneller reinkriegen, weißt du? Hier in Technik, Showbiz, Sport. Tja. Was hat er hier? Liebe auf dem Mond. Achso, ich dachte, es wäre eine Live-Übertragung von einer Mondlandung oder so. Kurz vor 5 Gimp Paddington. Okay. Wir hatten hier nochmal Wiederholung gebracht, ne, von James Pond, genau. Der lief ja auch gut. Ich möchte es gerne nochmal sehen. Ja, völlig okay, völlig okay. Aber der ist auch ausgelutscht. Im Prinzip können wir den auch raushauen. Dann haben wir nochmal ein bisschen Platz hier für, oder vor allen Dingen auch ein bisschen Geld. Das Leben ist schön, haben wir auch raus, Freunde. Da haben wir ein bisschen Geld wieder für Nachrichten und, wenn jetzt was Spannendes hier sein sollte, kann man natürlich zuschlagen. Zum Beispiel der Bau von Neuschwanstein. Das ist doch mal Konfetti, Betrug am Kunde.
Die große Reportage deckt auf. Statt versprochener 2500 Konfettiflocken sind in einer handelsüblichen Kleinpackung nur 2350 bis 2400 Stück enthalten. Der erhoffte Skandal blieb aus. Ja, hat sich der Wallraff bestimmt als Konfetti in so eine Dose einschließen lassen. Und dann hat der Wallraff da mal durchgezählt. So wird's gewesen sein. Das ist herrlich. Wesenreiter, ja, den hatte ich ja schon die ganze Zeit ins Auge gefasst. Oh, hier ist das warm, ne? Mit dem kleinen Jungen. Das ist hier diese indische Geschichte. Lief aber in der Kinokasse nicht so doll. Oder auf der Jagd, der ist aber nicht so aktuell. Was? Das Riesenhühnerbein? Mainz, alles in Mainz. Ist auch nicht schlecht. Warte mal, Nachrichten. Ach, Nachrichten waren schon. Und wir müssen wieder ein bisschen... Komm, wir holen uns jetzt hier... Sabine oder... Nutze das Telefon. Oder Trommeln am Fluss. Oder hier Wesenreiter. Der lief an der Kinokasse gut. Bisschen aktueller noch. Aber die gleichen das natürlich hier wieder durch. Komm, wir nehmen mal Sabine. Zwei Brüder verlieben sich beide in Sabine. Versuchen ihr Herz zu erobern. Liebesgeschichte mit sehr guter Besetzung von Willi Balder. Komm, machen wir mal so. Ist doch nice. Umweltminister denkt um. Der Umweltminister wird Geschäftsführer beim Verband der Industrie. Er legt sein Parlamentsmandat nieder. Ich habe viel wieder gut zu machen. Okay. Wir schmeißen mal raus. Wir schmeißen das mal raus. So. Wie schaut's aus? Jo, sieht gut aus, ne? Dann hätten wir natürlich zwei Liebesfilme hier, ne? Dann würde ich aber Sabine hier hin tun und Kinder. Weil Sabine hat, ist der bessere Film. Nee, ist er gar nicht. Also nicht unbedingt. Und wir hatten schon mal 123.000. Obwohl, das ist so unser erster selbstproduzierter. Das heißt, der wird dann nicht so ausgelutscht. Um 23 und 0 Uhr, von daher machen wir das mal so. So, wir haben 10.000, damit sind wir gut. Damit sind wir gut, Freunde, um die Uhrzeit. Allerdings habe ich jetzt den Werbespot vergeigt, was natürlich nicht so gut ist. Scheibenkleister. Oh. Reisebüro. Ulbricht Umzüge wäre natürlich auch eine Option. Ach, fuck it. Haben wir uns ein bisschen verdattelt, wa? Also ich. Oh, heute Abend wird es dunkel, für immer. Heute Abend überschattet eine große Finsternis unser Land. Das Problem ist, es ist unklar, ob es je wieder hell wird. Eieieiei. So, dann nehmen wir das mal raus, machen das so, so und nehmen den Plastik-Karl-Dingensbummens rein. Warum denn nicht? Schade. Ärgert mich ein bisschen. Aber ist jetzt kein Beinbruch. Aber dann geht natürlich die ganze Werbeplanung heute nicht mehr auf. Oh. Nein. Na gut, wir schauen uns das einfach mal an. Dann müssen wir hier ein bisschen variieren und hoffen, dass wir die Sportschule Steilpass. Dann behalten wir halt hier die Umzüge nochmal. Pass mal auf, das machen wir so. So. Kein Problem. Aber hier nehme ich nochmal das bringen. Ups. So. So war dann Schuh draus. So, wie sieht's denn hier aus? Ups. Hallo? Hier. Geld, Finanzen, Preise, Sammy. Ja, gibt's ja nix. Und Erfolge. Geht so, ne? So, wir sind bei 16.000. Das ist für die Uhrzeit ein Spitzenwert. Und wie sieht's aus? Oh, 4,8. 4,8, das reicht für Reisebüro. Teuer. Und ab 7 Uhr könnte es wieder ein bisschen steigen. Wir können ja mal ganz schnell eine Statistik von gestern gucken. Naja. Hm. Ja, doch, ab 7 ging es langsam aufwärts. So ein bisschen jedenfalls.
Also da können wir die 12.000 eventuell schaffen. Ja, schauen wir mal. So, hier haben wir noch einen Wetterbericht. Dann nehmen wir mal den Plastikkaltdingensbummens. Das hasse ich. Also so. Ich weiß nicht warum. Kaltdingensbummens. So, wir sind bei 8,5% mit dem Image. Alles noch in Ordnung. Gut. Für morgen sind wir ganz gut bestückt. Da kommt wieder ordentlich Dauerwerbesendung, ist ja klar. Könnten natürlich auch nochmal eine Wiederholung bringen. Oder wir bringen Ronny hilft. Zweimal, warte mal, Programm. Trash und Boulevard. Fangen mit Folge 1 wieder an. Das ist jetzt auch nicht so problematisch. Oh. Schon 50.000 und 60.000 Einschaltquote gebracht. Und aus dem Leben gegriffen. Ach, haben wir noch nie gebracht? Oder was? Ist das eine Episode? Ach so, Moment. Da müssen wir natürlich hier nochmal gucken. Aus dem Leben gegriffen. 33.000. 33.000 hatten wir gestern gebracht, um aus dem Leben gegriffen. Ich glaube hier aber eher so um. Ach hier, um 16 Uhr schon. Das ist natürlich ziemlich früh gewesen. Das ist heute mit 19 Uhr schöner. So, alles nice, alles gut. 6 Uhr, die Nachrichten. Ja, da versammeln wir ordentlich Leute vom Fernseher, aber hier ist besser. Heute Abend wird es dunkel, Wetterbericht und Umweltminister denkt um. Er hat das einfach ein bisschen anders angeordnet und schon. Ah, Sportstuhle, Steilpass wird was. Und schon hat er mehr Einschaltquoten gehabt als wir. Das finde ich ja nicht so schön. Ordnen wir das jetzt auch anders um? Bam, bam, bam. Macht doch Sinn, oder? Heute Abend wird es wie immer dunkel. Dann im Wetterbericht, ja, dass es Donner, Blitz und Regen gibt. Und der Himmel wird sich erst rot, dunkel, orange und dann schwarz verfärben. Und dann wissen wir noch nicht. Und dann so schön, ich wünsche Ihnen, was? Tauschdatenblatt, was? Ach so, alt, Tauschdatenblatt? Moment, alt? Ah, okay. Das ist nice. Okay, was haben wir noch? Shift und Klick, nächste Episode. Naja, das habe ich schon immer mal gemacht. Habe ich immer mal gemacht, wenn ich zum Beispiel hier so Werbedinger da verteilen wollte. Shift und Klick geht aber auch mit Steuerung und Klick. Geht auch. Aha, hier ist der Chat für Mehrspielermodus. Mensch, langsam. Oh, UFO weggeflogen. Wie geil ist das denn? UFO kommt rein und erste Spuren im Schreibtischmordfall nehmen wir auch rein. Der Wetterbericht kommt nach hinten. Mir doch egal. So. Okay, Leute. Wie sieht's aus? Die Spannung steigt. Ob wir hier nochmal Kamalott langsam kriegen können. Wie gesagt, wir sind mit 6,5 um 6 Uhr. Ja, geht so. Also Büro Teuel ist eben aktuell nicht mehr so die klasse Geschichte. So, 36.000. Nice. Sehr gut. Vielleicht können wir doch nochmal irgendwas bringen. Haben wir denn noch irgendwas? Radiergummikopf. Ach, siehste, den haben wir auch noch zur. Den können wir auch nochmal als Wiederholung irgendwo bringen. Ja, dann das einfach mal. Hier. Zack. Keine Ahnung. So, 9.000, das reicht für die Sportschule. Die müssen wir eh heute fertig kriegen, von daher ist das schon okay. Nehmen wir gerne mit. Alles klar. Gut, ja. Werbung haben wir genug. Brauchen wir heute nichts mehr. Ulbricht Umzüge, genau. Wäre dann was für morgen. Kamalott fehlt jetzt natürlich einmal noch und die Sportschule Steilpass haben wir einmal zu oft drin. Vielleicht kriegen wir hier Kamalott nochmal rein. Ha? Okay. Gut, machen wir mal ein bisschen schneller. Ah, da kommt was rein, aber G8-Gipfel in 3 Tagen, das interessiert niemanden. So, Werbevertrag beendet. Wunderbar. Nächster Werbespot passt auch. Warte mal.
Wir haben 8000 und den 12000er kriegen wir noch nicht. Also Büro teuer ist gut, dann kriegen wir da noch mal ein bisschen Kohle rein. Was haben wir denn hier? 7.55 Uhr. Moment. Ich möchte leben. Was steht denn da? Ja, wir liegen aber vorne mit unserer Nachricht. Nashorn aus Zoo entlaufen. Das ist doch mal eine Nachricht. Das machen wir mal so. Zack, zack, zack. So, 10.000. Leider nur. Mitarbeiter streiken in den Fortwerken. Zumindest aktuell als das hier. So, einmal. Oh, guck mal hier. Die Sonne scheint, es schneit nicht. Guck mal, die geht sogar richtig auf um 9.10 Uhr. Aha. Okay. Na, geht natürlich nicht auf, sondern kommt nur hinterm Haus her. Vor, natürlich. So, Kamalott geht nicht. Das heißt, wir müssen Ulbricht-Umzüge hier bringen. Leider. Bin ich ja gespannt. Ah. Ich weiß auch nicht, was war da? Warte mal, 9000. 10.000 um 9 Uhr. Wie viel hatten wir gestern? Hatten wir mehr, ne? Krawattenminister war irgendwie ein bisschen attraktiver. Vielleicht gehen wir doch nochmal an der Filmagentur. Irgendwas Kleines nochmal. Was Kleines, Günstiges. Sowas hier. Drei Kerle in einem Ruderboot. Oder drei Kerle im Eis für 80.000. Kann man ja dann wieder verkaufen. Komm, das holen wir uns jetzt mal. Drei Kerle im Eis. Und dann bringen wir das hier. Programm, Komödie, drei Kerle im Eis. Zack. Das war hier dieses Kambalott mal durchkriegen, weißt du? Das ist ja sonst ein bisschen doof. Okay, schauen wir mal. Warten hier nochmal auf Nachrichten. So, Moment, 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 Moment. Spezial-Semi für Galkofen. Das könnte sogar das UFO ersetzen. Jawohl. Gehen wir nochmal reingucken. Zack. Okay. Und wir liegen mit 35.000 mal locker vorne, Freunde. Sehr gut. Und kriegen jetzt drei Kerle im Eis. Das hat sich doch mal gelohnt, oder? 26.000, Freunde. Das ist gut. Das ist völlig in Ordnung. Da können wir Kamalott bringen. Und hoffen, dass wir es dann 13, 14 Uhr. 13, 14, 15 Uhr, 12.000. Hatten wir gestern gehabt. Hatten wir gestern gehabt. Ja, nice. Das war eine gute Entscheidung. War wirklich eine gute Entscheidung, das einfach mal so zu machen. Warum denn nicht, Freunde? Warum denn nicht? Jo, wie sieht's aus? Aktuell ist eigentlich alles, aber Wetterbericht sticht nochmal den Streik der Mitarbeiter. Leider ist das so. So, wir gucken. Jawohl, konnten wir nochmal knapp steigern. Auf 38.000. Und knallen hier nochmal mit 29.000 durch die Decke. Naja, durch die Decke nicht, aber es ist gut für Kambalott. Und das Ding können wir dann trotzdem ja wieder verkaufen. Gut, Lotto spielen ist strafbar nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs wird das Lotto spielen in Deutschland strafbar. 82 Millionen Deutsche betroffen, das hat man schon mal die Nachricht. Natürlich, macht aber nichts. Lassen wir aber so. Gucken nochmal. 49.000. Jawoll. Jawoll, ja, jawoll, ja, jawoll, ja. Und bam, 14.000. Völlig okay, völlig okay. Ist zwar nicht der Knaller, aber es reicht für Kambalott, Freunde. Es reicht für Kambalott. Und das ist ja das Ziel der ganzen Aktion. Ulbricht Umzüge haben wir drin. Rhinoceros Farm, Rennpferd Engel. Heute gibt's Geld. Heute gibt's Geld, Freunde. Und wir haben gut was am Start. Können das Ding wieder verkaufen für 70.000, Leute. Das heißt, wir haben 10.000 letztlich nur bezahlt. Und das dann für mal eben gute Einschaltquoten. Das ist doch nice. Das ist doch völlig, völlig okay. Das machen wir gleich nochmal. Für morgen. Hier, für 60.000 Sci-Fi Planet Rewind Laudor Space oder so. Das nehmen wir uns rein. Wir nehmen da billige Filme rein. Und hier gejagt oder Trommeln am Fluss. Achso, wir haben kein Geld, ne?
Schade. Schade. Warum? Hm, okay. Macht nix. Das bringen wir morgen. Also ich sag mal so, ab 10 Uhr würde es sich schon lohnen. Ne? Ab 10 Uhr würde es sich lohnen. Wir haben jetzt hier... warte mal. Trash und Bulle... Ach, das war eine Serie? Nein. Science Fiction. Science Fiction ist doch hier. Warum? Warum ist das so hellblau? Was ist da los? Ach so. Wurde zum schlechtesten Film aller Zeiten gewählt. Heute eine beliebte Ratesendung. Wer findet alle Fehler? Na, schauen wir mal. Deswegen Trash, weißt du? Das ist ja witzig. Das ist ja geil. Nice. Oh, Moment. Reicht nicht mehr, Leute. Haben wir verkackt. So, 50. Naja, macht nichts. Macht nichts. Lotto spielen. Hauen wir raus. Lotto Jackpot geknackt. Knallen wir rein. Ein Chemnitzer Nashorn umzingelt. So, eine Knaller-News. Knaller-News. So, wie sieht's aus? Wir sind bei 14.000, das heißt wunderbar, Ulbricht Umzüge, Image bleibt stabil. Also das wird alles so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Kamalot bringt uns 126.000, das heißt wir könnten uns dann noch so einen Film für 10, 11 Uhr vielleicht holen und hier einfach ein bisschen Nachtprogramm noch bringen. Ja, jetzt machen wir hier eine Image-Offensive, Leute. Jetzt machen wir eine Image-Offensive. Jetzt können wir uns das langsam leisten, hier noch ein paar Filme reinzubringen. So, was erwartet uns denn heute noch geldmäßig? Wir kriegen 126.000 plus 200.000. Ja, macht ungefähr 324.000 plus 325.000 macht 650.000. Macht 870.000 Euros. Plus, die Sachen könnten wir ja theoretisch wieder verkaufen. Also wir gehen langsam in die Richtung, dass wir uns dann auch mal ein Sendegebiet leisten können, Freunde. Und natürlich hier unsere Gegner. Unsere Gegner langsam aber sicher mal an die Wand fahren können. Richtig stark. Okay, Leute, also ich freue mich riesig, dass das hier nochmal geklappt hat. Dass sich alle wieder bewegt haben. Guck mal, ich habe es dann nochmal neu geladen und neu gespeichert und neu alles habe ich versucht. So, ich speichere das mal zweimal. Und dann bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge hier von TV Tower. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.